Hallo meine Lieben, Katrin hier von Maxi Primus wieder. Ich möchte euch heute einen ganz tollen Lippenstift vorstellen. Ihr seht das vielleicht, ich habe überhaupt nichts auf den Lippen. Und zwar einen 100% natürlichen Lippenstift von Dr. Juchheim Cosmetics. So, schaut. In der Farbe Rot 02. Ganz toll ist, der hat so einen, ja, der hat einen Verschluss mit einem Magneten. Also perfekt für die Handtasche. Da geht nichts auf, da kann nichts verschmieren, das ist prima. Und jetzt möchte ich euch gerne diese Farbe zeigen. Ein Glamour-Lippenstift ist es. Und zwar in der Farbe Rot, habe ich vorhin gesagt. Schaut mal, so sieht er aus. Ganz schön heftig wird der ein oder andere jetzt denken. Und das ist eine matte Farbe. Ich trage den jetzt mal gemeinsam mit euch auf. Wenn ich das mit meinen begrenzten Möglichkeiten hinbekomme, einen Moment. Ihr seht, der deckt super. Die Konsistenz ist recht fest. Das liegt wahrscheinlich an diesen natürlichen Ölen und diesen natürlichen Inhaltsstoffen, die da drin sind. Also er ist nicht so geschmeidig wie jetzt vielleicht der ein oder andere Lippenstift. Er hat ein mattes Finish. So schaut es aus. Und ich habe den schon mal ausprobiert. Ich habe den schon mal aufgetragen. Und das Tolle ist, der trocknet die Lippen absolut nicht aus. Er muss ab und zu zwischendurch wieder aufgetragen werden. Also am besten wirklich in die Handtasche stecken, weil ja, er ist schon haltbar. Aber wenn man ein, zwei Tassen Kaffee getrunken hat, dann eben auch nicht mehr. Dann muss man schon mal nachziehen. Ja, ansonsten, ich bin total zufrieden mit diesem unglaublich tollen Lippenstift. Wo ihr den jetzt bekommen könnt, bei der lieben Anja Abel aus Köln. Ich verlinke euch meinen Blogbeitrag hier wieder in den Kommentaren und dann könnt ihr mal auf meinem Blog schauen. Da findet ihr die ganzen Links und ja, vielleicht noch das ein oder andere schöne Foto. Sagt mir doch einfach mal, wie ihr den Lippenstift findet, ob ihr findet, dass er mit steht. Das wäre ganz spannend zu erfahren. Ich mag ihn. Ciao, bis zum nächsten Video.